passiert jetzt also eigentlich eine Corona-Impfung? Aber wie funktionieren eigentlich die Corona-Impfungen? Warum sprechen alle über die neue Art der Impfung, wo doch schon so viel Impfstoffe gibt? Der Impfstoff zu finden ist im Fall von einer Pandemie, also einer Krankheit, die sich auf der ganzen Welt ausbricht, sehr wichtig, um die Ausbreitung zu stoppen, die schwer verläuft zu verhindern und um wieder in einen ganz normalen Alltag zurückzufinden. Denn wenn ganz viele Leute geimpft sind, können wir langsam wieder rausgehen, zum Sport gehen, wieder normal Freunde treffen, zur Schule und in den Kindergarten gehen und all die Sachen. Da wir haben seit Anfang des letzten Jahres Forscher und Forscherinnen und auf der ganzen Welt daran gearbeitet, einen Impfstoff zu finden. Es gibt bisher verschiedene, sehr vielversprechende Impfstoffe. Eine davon wurde gerade in Deutschland zugelassen. Und die andere werde vielleicht bald zugelassen. Der eine davon nutzt das Prinzip, das dem der herkömmliche Impfstoff ähnelt. Dafür kannst du dir das Video anschauen, in dem es um Impfstoffe im Allgemeinen geht. Die anderen zwei haben sich eine neue Strategie zunutze gemacht. Um die Strategie zu verstehen, müssen wir grob verstehen, wie aus menschliche Zelle funktionieren und wie ein Viruszell funktioniert. Dafür müssen wir ein bisschen ausholen. Fangen wir uns mit der menschlichen Zelle an. Unser Körper besteht aus 100 Billionen Zellen. Jede menschliche Zelle hat ihre eigene Bauplan. Denn eine ganze dazu vorstellen wie ein dick Buch. Das Buch ist in jeder einzelnen Zelle, egal ob in der Huck, im Gehirn, im Hetze oder in den Muskeln. Es wird Desoxyribonukleinsäure, kurz DNA genannt. Das Buch ist in einer Schatztruhe, die immer gut verschlossen ist. Denn es muss besonders gut geschützt werden. Die Schatztruhe ist der Zellkern. Wenn unser Körper dann ein neues bohren will, weil zum Beispiel einzelne Zellen kaputt gegangen sind, weil wir uns gestossen haben oder wir wasen, gucke die Zelle in das Buch und stelle dann neue Zelle und Zellteil her. Da will wir einen kleinen Nachricht ob ein Zettelchen aus der Schatztruhe rausgehoben, die nur den von dem Bauplan enthält, der gerade benötigt wird. Das Zettelchen, das aus der Schatztruhe rausgehoben wird, nennt man Messenger-RNA, also auf Deutsch Boten-RNA oder kurz mRNA. Nun zum Coronavirus. Das Virus hat ohne eine Bauplan. Denn er benötigt es, wenn es sich vermehren will. Auf dem Bauplan von dem Virus steht allerdings viel weniger. Es ist kein dick Buch, sondern eigentlich nur ein dünn Heftchen. Das Virus kann, wenn es sich vermehren will, nicht alle Zellen herstellen, sondern das Buch immer eine andere, besser ausgestattete Zelle, zum Beispiel die menschliche Zelle. Die menschliche Zelle ist sozusagen die Wirtszelle für das Virus. Das Virus gibt dann seinen eigenen Bauplan, also das Täffchen, der menschliche Zelle, und zwingt die Anleitung zu befolgen und neue Viren herzustellen. Für die zwei neuen Corona-Impfstoffe haben Forscher und Forscherinnen im Labor in mRNA hergestellt, die eine Teil der Coronaviren herstellt. Das Ganze dazu vorstellen, wie die kleinen Zettelchen und Häffchen mit der Bauplan, die sowohl Denkzelle als auch die Zelle von der Viren sonst nutzen. Ob der kleine Zettelchen, das die Forscherinnen und Forscher hergestellt haben, steht, wenn man die Zacken auf der Oberfläche von dem Coronavirus herstellt. Die Zacken sind einzigartig für das Coronavirus. Die sind wie das Gesicht von dem Virus. Im Prinzip ist das so ähnlich wie der Bauplan, den er das Virus sonst in die menschliche Zelle schleust, um sich zu vermehren. Aber es wird eben nur eine ganz kleine Teil davon geimpft. Es sollen ja auch nur die Zacken von dem Virus gebohrt werden und nicht der Rest von dem Virus. In die Schatztruhe der menschlichen Zellen, also der Zellkern, kann das Häfchen, das geimpft wird, nicht. Die Zacke werden nach der Impfung auch nur gut von der menschlichen Zelle hergestellt und krank machen die uns nicht. Und was passiert dann? Die Superheldinnen und Superhelden, also den Immunzellen, die auf alles Fremde reagieren,
Lehre, da sehe ich von dem Virus, also die Zacke kenne und bin Herr Russ, welche Karate-Tricks bei dem Virus am wirksamsten sind. Wenn du dann immer mit dem echten Virus in Kontakt gehst, erkenne die Superhelden und Superheldinnen direkt das Gesicht wieder, hauen das Virus mit ihren Karate-Tricks und du erkrankst jetzt nicht. Das kleine Zettelchen mit dem Bauplan für die Zacken von dem Virus ist nicht sehr stabil. Es geht noch nicht zick, einfach kaputt. Aber die Karate-Tricks blieben der Superhelden und Superheldinnen im Gedächtnis. Um all die neuen Impfungen zu testen, wurden schon seit Sommer in ganz vielen Ländern sehr viele Menschen geimpft. Die waren Teil von sogenannten Impfstudien. In der Studie hätten wir geschaut, ob die Leute trotzdem noch mit dem Virus erkranken oder nicht und ob es irgendwelche blöden Nebenwirkungen gibt. Das hat alles gut funktioniert und deswegen wurde jetzt der erste Impfstoff zugelassen, also freigegeben. Ab jetzt können also ganz viele Menschen geimpft werden. Kinder werden allerdings jetzt noch nicht geimpft. Das liegt daran, dass man erstens mit Glück anfängt, die besonders durch das Coronavirus gefährdet sind. Man fängt zuerst mit A-Glück an und mit Menschen, die zum Beispiel im Krankenhaus oder auf der Intensivstation arbeiten, weil sie dort Kontakt mit dem Virus haben. Es wird noch eine ganze Sektor, dass genug Glück geimpft sind und dass wir vielleicht langsam wieder die Sachen unternehmen können, die wir für Corona unternommen haben. Aber dafür müssen jetzt ganz viel Glück mitmachen und sich impfen lassen.